Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 6, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der AfD zum Gesetz der vollständigen Abschaffung Straßenausbaubeiträge. Das sind die Drucksachen 1146 und 1379 aus dieser Legislaturperiode. Die Berichterstattung des Kollegen Frömmrich ist notwendig. Er hat das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses zum Gesetzentwurf der Fraktion der AfD, Drucksache 20-1146. Schlussempfehlung: Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. Das Ergebnis ist mit den Stimmen der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD, Freien Demokraten, DIE LINKE gegen die AfD gefallen. Vielen herzlichen Dank. Damit beginnen wir zu diskutieren. Die erste Wortmeldung kommt aus der Fraktion der Antragsteller, nämlich der Kollege Gau. Der hat das Wort. Wir haben vereinbart 7:30 Minuten, aber wir brauchen es nicht. Verehrter Herr Präsident, ich werde versuchen, mich dran zu halten. Liebe Damen und Herren Abgeordnete, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben hier über das Thema Abschaffung von Straßenbaubeiträgen schon sehr ausführlich gesprochen und nahezu alle Argumente ausgetauscht. Da überwiegen bei Weitem diese, die für eine Abschaffung der Straßenbaubeiträge sprechen. Und dennoch stehen wir auch heute wieder vor der Ablehnung der Abschaffung von Straßenbaubeiträgen. Dieses Thema ist aber so brisant, dass es sich selbstverständlich lohnt, weiter darüber zu diskutieren. Und so möchte ich im Sinne der hessischen Bürger gerne noch einen weiteren Versuch unternehmen, Sie umzustimmen. Zu den bereits zahlreichen Informationen aus der Anhörung der Presse, vielen Unterhaltungen und den Schreiben der Bürgerinitiativen möchte ich gerne noch auf einige weitere Punkte eingehen. So sind wir mit Dänemark das einzige Land Europas, in dem von den Bürgern Straßenbaubeiträge verlangt werden. In der Bundesrepublik haben bereits Hamburg, Bayern, Baden-Württemberg, Bremen und Berlin die Straßenbaubeiträge abgeschafft. Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen beraten über eine Abschaffung. In Brandenburg konnten die Beiträge bereits per Gesetz rückwirkend zum 01.01.2019 abgeschafft werden. Somit sind die Bürger in Hessen europaweit fast die einzigen, die noch Straßenbaubeiträge zahlen. Dies ist besonders bitter, wenn man einen Blick auf den Länderfinanzausgleich wirft. Denn Berlin profitierte im Jahr 2018 deutlich vom Länderfinanzausgleich in Höhe von rund 4,4 Milliarden Euro, in den wir Hessen einzahlen. Allerdings erhebt Berlin keine Straßenbaubeiträge. Somit könnte man sagen, dass unsere Bürger in Hessen quasi die Straßenbaubeiträge für das Land Berlin zahlen. Und weil es so schön ist, zahlen sie in Hessen gleich noch einmal vielerorts. Dies ist geradezu aberwitzig, aber leider auch traurige Realität. Und dafür sind alle, die hier heute unseren Gesetzentwurf ablehnen, mitverantwortlich. Die hessischen Wähler werden genau hinsehen, wer heute gegen ihre Interessen stimmt. Wir haben in diesem Land für alles Geld. Aber wenn es um unsere Bürger geht und insbesondere um eine teilweise sehr hohe Einzelbelastung, wie es eben nun einmal bei den Straßenausbaubeiträgen ist, dann ist die Politik, dann sind Sie alle hier nicht bereit, unseren Bürgern zu helfen. Und damit meine ich nicht nur die Regierungskoalition, sondern ich beziehe auch ausdrücklich DIE LINKE, die SPD und die FDP mit ein. Ja, die SPD ist oder war ursprünglich auch für die Abschaffung der Straßenbaubeiträge. Herr Rudolph hat leidenschaftlich dafür gekämpft, und ich zolle Ihnen Respekt hierfür. Aber
Indem Sie unseren Gesetzentwurf ablehnen, zeigt sich auch, dass Ihnen die Abschaffung der Beiträge und die Entlastung der hessischen Bürger doch nicht so sehr am Herzen liegt. Zudem ist Ihr Verhalten weder nachvollziehbar noch demokratisch. Sie brauchen überdies keine Ausreden, dass unser Entwurf handwerklich nicht okay wäre oder einige Zahlen nicht stimmen würden, erfinden. Denn unser Gesetzentwurf ist handwerklich gut und rechtlich einwandfrei. Weiterhin ist Ihr Einwand, dass unsere Initiative zu spät kommt, Unsinn. Denn für eine Entlastung der Bürger und eine gerechte Sache ist es nie zu spät. Sie stimmen nur nicht zu, weil er von uns kommt. Und das ist nicht nur falsch, sondern zeigt auch, welch schlechte Demokraten Sie wirklich sind. Wir hingegen haben Ihrem Entwurf zugestimmt. Weiterhin ist damit niemandem in Hessen geholfen, außer vielleicht der Regierungskoalition. Vielleicht spielt bei Ihnen aber auch eine ganz andere Überlegung, und zwar die Zahl 138 schon eine Rolle. Denn wenn wir unserer Auffassung der falschen Mandatsberechnung für den aktuellen Landtag richtig liegen, wenn wir mit dieser Vermutung richtig liegen, möchten Sie sich jetzt schon als möglicher Koalitionspartner anbiedern. Und da sind Ihnen die hessischen Bürger scheinbar plötzlich nicht mehr so wichtig. Gleiches gilt übrigens auch für die FDP, wenngleich sie eigentlich ein ganz anderes Problem hat. Sie haben nämlich der Änderung in der letzten Legislaturperiode zugestimmt. Und zu der bestehenden Ungerechtigkeit dieser unsäglichen Zweiklassengesellschaft beigetragen. Aus diesem Dilemma kommen Sie eigentlich nicht raus. Und so haben Sie versucht, einen Weg über den KFA zu gehen, indem Sie den Städten und Gemeinden mehr Geld zur Verfügung stellen wollen. Das ist aus Ihrer Sicht zwar clever, hilft aber den Bürgern, die Straßenbaubeiträge zahlen müssen, nicht, wenn die Bürgermeister dieses Geld eben nicht zur Abschaffung der Straßenbaubeiträge einsetzen. Und somit beheben Sie das Problem, das aktuell bestehende Problem, eben nicht. Als Sie alle hier vor noch gar nicht so langer Zeit unserer Initiative hier im Landtag die Dringlichkeit nicht zugesprochen haben, schien Ihnen noch nicht ganz klar gewesen zu sein, dass wir damit nicht nur den besseren Gesetzentwurf, sondern auch den letzten Gesetzentwurf, der zur Abstimmung steht, haben würden. Und jetzt haben all diejenigen, die sich vorher für die Abschaffung stark gemacht haben, ein Problem. Sie müssten uns von der Logik her eigentlich zustimmen. Also zeigen Sie, wie ernst es Ihnen mit diesem Thema wirklich ist. Ich lade Sie hiermit gerne dazu ein. Für die AfD-Fraktion ist und bleibt die Abschaffung der Straßenbaubeiträge alternativlos, und somit werden wir uns auch zukünftig dafür einsetzen. Ich kann Sie alle hier nur herzlich bitten, von Ihrer Blockadehaltung abzusehen und das Richtige für unsere Bürger in Hessen zu tun. Zeigen Sie den Menschen, dass ich mich in meiner vorangegangenen Meinung getäuscht habe und doch noch zumindest ein wenig Demokratieverständnis in Ihnen steckt. Stimmen Sie unserem Gesetzentwurf zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Die 18 Sekunden haben wir Ihnen noch gegeben. Herr Schaus ist als Nächster dran. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich habe ja schon in der letzten Diskussion darauf hingewiesen, dass wir seit dem Jahre 2018 insgesamt 9-mal, mit der heutigen Diskussion 10-mal über Straßenbeiträge hier im Hessischen Landtag diskutiert haben. Und leider ist aber keine Abschaffung in Sicht. Nun hat Herr Gab und die AfD einen weiteren Gesetzentwurf eingebracht, zunächst als dringlich,
wobei die Dringlichkeit nicht gegeben war, weil es gab ja zwei Gesetzentwürfe von SPD und von LINKEN längst im Verfahren. Heute haben Sie, wie ich finde, an die Adresse der SPD noch einmal appelliert und davon gesprochen. Ich darf Sie zitieren, ich habe das mitgeschrieben. Also die SPD stimme deshalb Ihrem Gesetzentwurf nicht zu, weil er von Ihnen käme. Und das zeige sozusagen kein demokratisches Verständnis. Das war Ihre Aussage, Herr Graf. So. Also will ich Ihnen mal vorhalten, will ich nur mal darauf hinweisen, es gab ja zwei Gesetzentwürfe. Den der SPD, den haben Sie zugestimmt im Verfahren. Den der LINKEN haben Sie nicht zugestimmt im Verfahren. Da kann ich auch sagen, Sie stimmten in diesem Falle nicht zu, weil er von uns kam. Das zeigt kein demokratisches Verständnis. Da sind wir uns einig an der Stelle. Und in der Tat ist das, was Sie machen, nachdem wir seit Januar dieses Jahres diskutieren und Sie die Möglichkeit hatten, zu jeder Zeit sozusagen Ihren Gesetzentwurf einzubringen oder sich sogar aktiv an der umfänglichen Anhörung zu beteiligen, da weiß ich auch nicht, kann ich mich nicht erinnern, dass das sozusagen stattgefunden hat mit den Expertinnen und Experten. Was Sie hier machen, ist Trittbrettfahrerei. Was Sie hier machen, ist Show. Das ist sozusagen der Worte nicht wert, die darüber gewechselt werden. Sie wollen sozusagen alibimäßig nach außen was darstellen. Offensichtlich haben Sie Druck von Ihren Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern gekriegt, weil Sie das ganze Thema verschlafen haben, das seit Januar hier diskutiert wird. Und deshalb diskutieren wir darüber, und deshalb wurde dieser Gesetzentwurf eingebracht. Mir bleibt an dieser Stelle nur zu sagen, ich zitiere Michail Gorbatschow, der am 6. Oktober 1989 in Ost-Berlin im Fernsehen gesagt hat, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Das ist in Ihre Richtung gedacht. Und in seinen Memoiren, meine Damen und Herren, in seinen Memoiren hat er dieses Zitat dann noch einmal konkretisiert, indem er seinerzeit zwei Tage später darin schreibt, dass er in einem Vier-Augen-Gespräch mit Honecker gesagt hätte, also diesem Satz noch einen meine Güte, das scheint ja ein Reizwort für Sie zu sein. Also, ich erbitte ein bisschen mehr Ruhe für den Redner. Vielen Dank, Herr Präsident. Also, ich wollte nur sagen, Gorbatschow selbst sagt, ich habe diesen historischen Satz gesagt, aber ich habe ihm noch einen Satz vorangestellt. Und dieser Satz, der richtet sich sozusagen an die Koalition. Der heißt, das Leben verlangt mutige Entscheidungen. In Fragen Straßenausbaubeiträgen sind von der Koalition leider keine mutigen Entscheidungen zu treffen. Das müssen wir hier feststellen. Deswegen werden wir das Thema weiterhin vehement und mit Konsequenz angehen. Wir als LINKE, wir haben den ersten Gesetzentwurf hier eingebracht. Wir werden den nächsten Gesetzentwurf hier einbringen und die Diskussion weiterführen. Vielen Dank. Okay, vielen Dank, Herr Kollege Schaus. Als nächstes Kollege Müller für die Freien Demokraten. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich muss schon sagen, das ist eine lustige Show, die hier gespielt wird, weil Sie, meine Damen und Herren von der AfD, ganz genau wissen, dass Sie mit Änderungsanträgen zu den Gesetzentwürfen, die im Verfahren waren, das Gleiche hätten erreichen können. Aber Sie wollten ums Prinzip einen eigenen Gesetzentwurf einbringen und kamen damit um Monate zu spät. Und das, meine Damen und Herren, ist peinlich, wenn Sie heute sich hier hinstellen und eine solche Show abziehen. Es ist nichts Neues an Ihrem Gesetzentwurf. Es gibt einen neuen Ansatz, was die Rückwirkung anbelangt. Aber auch diesen Aspekt haben wir im Rahmen der Anhörung uns mit beschäftigt und haben festgestellt, dass es so auch nicht ganz einfach funktioniert. Und deswegen, meine Damen und Herren, ist es einfach nicht anständig, wenn Sie hier – und das betrifft gar nicht mich, es betrifft die SPD-Fraktion – wenn Sie hier anderen vorwerfen, dass Sie auf einmal Ihre Meinung ändern würden. Nein. Es gibt aber gewisse Regeln, an die man sich halten kann. Sie haben jedes Recht, jeden Gesetzentwurf einzubringen. Aber machen Sie es bitte zur rechten Zeit und nicht dann, wenn alle anderen schon durch sind und Sie irgendwann feststellen, oh, da wollten wir uns ja auch noch zu äußern. Dann äußern Sie sich zu, aber belassen Sie es dabei und kommen nicht mit eigenen Gesetzentwürfen, mit denen Sie dann hier Debatten, die wir seit Jahren schon führen, noch einmal neu
einen Monat, nachdem wir sie entschieden haben, hier neu auf die Tagesordnung bringen. Ich glaube, wir haben in den letzten beiden Plenarwochen, in den letzten drei Plenarwochen dieses Thema intensivst und ausgiebig diskutiert. Wir haben alle Argumente hin und her gewogen. Es waren eben viele falsche Schilderungen drin. Es hieß, wir hätten dem Gesetzentwurf zugestimmt in der letzten Legislatur. Wir haben ihn eingebracht. Wenn, dann bleiben Sie schon einmal konkret und genau. Das zeigt aber, dass es eben schwierig ist. Ich finde es schade, dass man diese Show noch einmal abziehen muss. Aber wenn das Ihnen hilft, auf kommunaler Ebene oder wo auch immer, dann muss es wohl so sein. Wir werden es trotzdem ablehnen. Vielen Dank. Danke schön. Als nächstes Kollege Hoffmann von den Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Seit Januar diskutieren wir hier über Straßenbeiträge, die Anträge der demokratischen Parteien SPD, DIE LINKE, die FDP. Wir haben lange und ausführlich und sehr lebhaft diskutiert, in Ausschüssen, in einer Anhörung und mehrfach im Plenum. Wir haben es ja schon erfahren. Wirklich jeder Aspekt wurde genannt. Jedes Pro fand ein Kontra, und letztendlich entscheidet in einer Demokratie die Mehrheit. Der Antrag der AfD kommt wieder einmal zu spät, mit Absicht. Statt sich mit den demokratischen Parteien zusammenzutun, stellen Sie mit Absicht den Antrag auf Abschaffung. Ja, das ist Ihre Wahrnehmung. Aber, ja, lassen Sie mich doch ausreden, wenn Sie so ein Demokrat sind. Ich glaube, es ist am klügsten, wenn wir einfach uns mit dem Thema beschäftigen. Sehr gut, danke. Sie stellen ja den Antrag zur Abschaffung der Straßenbeiträge deshalb zu spät, um noch einmal extrem Aufmerksamkeit zu generieren. Es geht Ihnen um Selbstdarstellung und um nichts anderes sonst. Sie sind aus der Zeit gefallen, und das mit Absicht, und das ist ja auch Ihr Geschäftsmodell. Ihr Antrag wurde. Ihr Antrag wurde ja im Ausschuss auch behandelt, aber da wollten Sie gar nicht diskutieren, denn da sind ja auch keine Kameras. Sie wollen oben sein, oben stehen, auf einem besonders gärigen Haufen. Kommunen haben jetzt schon die Möglichkeit, die Straßenbeiträge abzuschaffen und Sanierungen anders zu finanzieren. Darüber haben wir schon groß und breit diskutiert. Ich glaube, ich muss das nicht alles noch einmal darlegen. Das kostet uns Zeit. Sie legen unser Parlament lahm, indem Sie Anträge stellen, die schon längst bearbeitet worden sind, unnötigerweise neu stellen. Ihr Gesetzentwurf bringt keine Neuigkeiten. Sie schreiben darin, die Finanzkraft des Landes Hessen ermöglicht es, auf Straßenausbaubeiträge vollständig zu verzichten. Hier fehlt es einfach an Weitsicht, und es hat mit Solidität schon einmal gar nichts zu tun. Damit beweisen Sie einmal wieder selbst, dass man mit Ihnen keinen Staat machen kann. Sie bringen keinen neuen Inhalt, und deshalb lehnen wir diesen Gesetzentwurf ab. Danke. Vielen herzlichen Dank, Herr Kollege Hoffmann. Ich will nicht alles kommentieren, aber ich will den AfD-Kollegen zurufen, das Parlament ist nicht lahmgelegt. Kollege Rudolph hat das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das Thema Straßenbeiträge ist nicht erst seit Januar dieses Jahres ein Thema hier in diesem Haus, sondern das diskutieren wir schon seit mehreren Jahren. Wir müssten es nicht diskutieren, wenn CDU und GRÜNE endlich zur Vernunft kämen und die Abschaffung der Straßenbeiträge endlich akzeptieren und beschließen würden, gemeinsam mit anderen Fraktionen. Dann müssten wir das hier nicht diskutieren. Und es ist ja so, das hat zuletzt im Landtagswahlkampf in Thüringen eine Rolle gespielt. Dortige CDU mit an der Spitze der Bewegung. Gut, im Ergebnis auch nichts gebracht, aber möglicherweise ein paar andere Gründe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir waren auch nicht erfolgreich, habe ich auch nicht behauptet, meine Damen und Herren. Und Straßenausbaubeiträge, auch nach der Ablehnung des Gesetzentwurfs der SPD, ist das ein Thema bei vielen Bürgerinnen und Bürgern. Ich war letzte Woche in Hochheim, Hochheim am Main.
eine Veranstaltung zum Thema Straßenbeiträge. Es waren viele Bürgerinnen und Bürger da, die nicht verstehen, in einigen Bundesländern, fast in vielen, in der Mehrzahl der Bundesländer werden Straßenbeiträge abgeschafft. Warum das nicht in Hessen der Fall ist? Eine Kommune, finanziell nicht auf Rosen gebettet, hohe Investitionen in den nächsten Jahren. Bürgerinnen und Bürger haben Angst, dass sie das über Gebühr beansprucht. Und der Innenminister hat ja in einer der Debatten zuletzt gesagt, den Kommunen geht es ja gut in Hessen. Er sagt, ja, Zwischenruf habe ich gehört. In 2017, letzte Zahl, die uns zur Verfügung steht, des Statistischen Landesamtes, Kommunen ein Plus, Einnahmen 1 Milliarde höher als die Ausgaben von 2017. Wenn Sie die Zahlen, den Zeitraum nehmen von 2008 bis 2017, ich unterstelle jetzt, in 2018 gab es auch einen Plus bei den Kommunen von rund 1 Milliarde, halte ich für halbwegs realistisch, hatten die Kommunen immer noch ein Defizit zwischen Einnahmen und Ausgaben von über 4 Milliarden in einem Zeitraum von 10 Jahren. Und dann sagt der Innenminister, alles gut bei den Kommunen. Und irgendein Vertreter der GRÜNEN-Fraktion hatte sich einmal zu der irrigen These verschrien, die Kommunen hätten genug Geld, sie müssten es nur vernünftig ausgeben. Meine Damen und Herren, mit der kommunalen Realität hat dies gar nichts, aber auch gar nichts zu tun. Delta der Einnahmen und der Ausgaben, Defizit von über 4,5 Milliarden €. Und deswegen ist das ein Thema. Und weil eben der Vertreter der AfD sagte, das wäre nicht demokratisch, was die SPD machen würde. Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit das einmal klar ist, die älteste demokratische Partei Deutschlands braucht keine Belehrung von der AfD in puncto Demokratie. Ja, Sie mögen sich suhlen in den Wahlergebnissen in Thüringen, wo man Ihren Spitzenkandidaten als Faschisten bezeichnen darf. Und das ist in der Tat ein Problem, mit dem wir in der Gesellschaft umgehen müssen, wo diejenigen, die echte Demokraten sind, sich gemeinsam Gedanken machen müssen, wie die Entwicklung ist und wie wir Menschen auch aufklären können, damit sie nicht ihnen hinterherlaufen. Das ist ein Problem, was wir in diesem Land haben und was zumindest, glaube ich, 5 Fraktionen in diesem Hause so sehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, deswegen ist aber das Thema Straßenbeiträge nicht weg. Und wir lehnen Ihren Gesetzentwurf deswegen ab. Kollege Schaus hat es gesagt, Sie haben das schlichtweg verpennt, das Thema. Wir haben hier in diesem Plenarsaal eine Anhörung mit 50 Bürgerinitiativen, mit Experten gemacht. Da haben Sie laut geschwiegen. Gut, da haben Sie sich den GRÜNEN angepasst. Die GRÜNEN sind auch weggetaucht bei dem Thema. Nach dem Motto, könnt ihr auffallen, wenn wir etwas sagen. Wir haben eine Anhörung gemacht. Wir haben das wiederholt im Ausschuss beraten. Wir haben 3 Lesungen gemacht. Wir haben eine namentliche Abstimmung gemacht. Und deswegen kommt, Kollege Müller hat es bestätigt, Ihr Antrag völlig überflüssig. Und deswegen ist das Thema nicht vom Tisch. Wir haben demnächst Haushaltsberatung. Da wird das ein Thema sein. Und ich habe für die SPD-Fraktion angekündigt, wir werden das die ganze Wahlperiode auf der Agenda haben, dieses Thema, weil es vielen Bürgerinnen und Bürgern auf dem Nagel brennt. Und deswegen, ja, und deswegen werden wir weitere Initiativen machen, die sinnvoll sein müssen, auch von der Zeitschiene her. Aber das haben wir bei Ihnen schon öfters erlebt. Wenn eine politische Diskussion war von Fraktionen, kriegen Sie das irgendwie ein paar Monate später immer mit. Also man muss schon aufpassen. Man darf die Entwicklung auch nicht verpennen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und der Versuch zu suggerieren, die SPD sei gegen die Abschaffung der Straßenbeiträge, ist absurd. Ich glaube, wir haben als Fraktion, ich persönlich, sehr viele Veranstaltungen wie die Kolleginnen und Kollegen durchgeführt bei dem Thema. Das ist aktenkundig. Ich wünschte mir, dass auch Vertreter von CDU und GRÜNEN dies tun. Der Herr Bauer wird gleich wieder sagen, es ist alles bestens in Hessen. Ich weiß nicht, Herr Bauer, ob das in Biblis oder Rüdesheim Thema war, Straßenbeiträge, wo Bürgermeisterwahlen dieses Wochenende war. Das weiß ich nicht. Jedenfalls ist das ein Thema, was viele Menschen bewegt. Und solange wir das Problem nicht lösen, wird der Unfrieden in die Bürgerschaft getragen. Das ist übrigens der ernste Punkt, der uns gemeinsam Sorgen machen muss. Wie löse ich ein objektiv vorhandenes Problem? Zu sagen, wir überlassen das der kommunalen Selbstverwaltung. Wissen Sie, Herr Innenminister, wenn die Stadt Mürfelden-Walldorf diskutiert, die Grundsteuer B auf 1.180 Punkte zu erhöhen, dann toppt sie damit die Gemeinde Lautertal in der Bergstraße, die bisher bei 1.050 war. Wenn viele Kommunen überlegen, die Grundsteuer B auf 700-800 Prozentpunkte zu erhöhen, dann machen das doch ehrenamtliche Gemeindevertreter oder Stadtverordnete doch nicht aus Jux und Tollerei, sondern wenn die Einnahmen nicht mehr zu den Ausgaben passen. Und da haben wir ein Problem bei Straßenbeiträgen, meine sehr verehrten Damen und Herren.
1.180 Punkte Grundsteuer B, weil das Thema Straßensanierung eines ist, plus die Kosten der Kinderbetreuung, die den Städten und Gemeinden weglaufen. Dann kann sie sich nicht ernsthaft hinschlagen, das ist alles bestens, das ist kommunale Selbstverwaltung, das können die alles regeln. Nein, in den 423 Städten und Gemeinden gibt es unterschiedliche Strukturen, aber der Spielraum ist deutlich enger geworden, für manche Kommunen gar nicht mehr objektiv lösbar. Und deswegen bin ich sicher, das Thema Straßenbeiträge wird irgendwann gelöst werden. Den Zeitraum kann ich nicht nennen. Aber wir als SPD brauchen insbesondere von der Partei ganz rechts keine Belehrung, was wir machen. Wir sind mit die glaubwürdigsten Vertreter bei dem Thema Abschaffung der Straßenbeiträge. Wir werden so lange kämpfen, bis auch CDU und Grüne nicht mehr anders können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Rudolph. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Bauer von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Auch in dieser erneuten Debatte über die Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen darf ich Ihnen für die CDU-Fraktion mitteilen, dass wir den von der AfD eingebrachten Gesetzentwurf ablehnen werden. Die Begründung ist ganz einfach. Wir sind der Überzeugung, dass wir in Hessen schon jetzt die gesetzlichen Grundlagen dafür haben, dass die Kommunen Straßenausbaubeiträge abschaffen können. Wir haben im Mai 2018, und das ist noch nicht allzu lange her, ein Gesetz beschlossen, das es den Kommunen freistellt, ob und in welcher Form Straßenausbaubeiträge erhoben werden. Und diese Wahlfreiheit wird von den Kommunen auch rege genutzt. Über 100 Kommunen vor Ort haben bereits entschieden, dass sie die grundhafte Erneuerung ihrer eigenen Straßen nicht mehr über Beiträge finanzieren wollen. Und somit zahlen bereits heute mehr als 3 Millionen Bürgerinnen und Bürger in diesen Städten keine Straßenausbaubeiträge mehr. Und wir wollen, dass noch mehr Städte und Gemeinden dazukommen und sich entscheiden, Straßenausbaubeiträge abzuschaffen. Wir haben den Weg dazu geebnet, meine Damen und Herren. Wir stehen deshalb auch zu der vor gut 18 Monaten damals noch mit Zustimmung der FDP gefundenen, wahrlich liberalen Regelung. Und wir stehen auch zu der 2016 getroffenen Entscheidung, die Ermöglichung von wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen einzuführen. Damals haben auch Sie das für ein Erfolgsmodell gehalten und haben Land auf, Land ab Werbeveranstaltungen dafür gemacht, dass die Kommunen dieses solidarische Finanzierungsmodell auch einführen, meine Damen und Herren. Sie haben gesagt, das ist eine faire Verteilung der Abgabenlast auf viele Schultern. Und es stimmt ja auch, wiederkehrende Straßenausbaubeiträge sind eine faire Verteilung der Last auf viele Schultern und auf viele Jahre. Und wir haben mittlerweile zur Verbesserung und Versteigerung der Akzeptanz auch die Definition der Abrechnungsgebiete vereinfacht. Und wir unterstützen die Kommunen auch bei der bürokratischen Umstellung mit einer Aufwandserstattung von 20.000 € pro Abrechnungsgebiet. Meine Damen und Herren, wir wollen nach wie vor, dass die Entscheidung über den Ausbau und die Erneuerung des kommunalen Straßennetzes künftig auch vor Ort bei den Verantwortlichen selbst getroffen wird. Wir wollen, dass die Kommunen selbst entscheiden können, ob und in welcher Art sie das finanzieren und darstellen wollen. Das ist kommunale Selbstverwaltung, meine Damen und Herren. Und zur kommunalen Selbstverwaltung gehört auch dazu, das ist, denke ich, eine Binsenweisheit, dass die Kommunen selbst vor Ort verantwortlich entscheiden müssen, dass ihre Einnahmen zu den Ausgaben passen und auch umgekehrt. Ja, was denn sonst? Die Kommunalpolitik muss dafür sorgen, dass die Gemeinden das Geld auch entsprechend einnimmt, was sie planen, auch auszugeben. Das muss man Standverordneten auch entsprechend zumuten. Und deshalb sage ich Ihnen, die Kommunen können diese Wahlfreiheit auch nutzen, meine Damen und Herren. Sie haben angedeutet, betrachten wir einmal die kommunale Wirklichkeit. Da möchte ich doch einmal in Erinnerung rufen, es ist doch jetzt schon spürbar, dass die Kommunen die Entschuldungspolitik maßgeblich erfolgreich voranbetrieben haben. Mittlerweile haben 97% der Städte und Gemeinden einen ausgeglichenen Kommunalhaushalt. Die finanzielle Genesung ist doch Land auf, Land ab spürbar. Vor rund einem Jahr haben wir in der Hessenkasse in einer ersten Tranche kommunale Kredite übernommen. Bis zum Jahr 2018 wurden beinahe 5 Milliarden € an Kassenkrediten abgelöst. 179 Kommunen haben durch diese bundesweit einmalige Hilfe profitiert. Das ist und war das größte Kommunalentschuldungsprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, meine Damen, made in Hessen. Und das hat zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen doch erheblich beigetragen, meine Damen und Herren.
Und diese Entwicklung zur Stärkung der Kommunen werden wir auch mit dem Programm Starke Heimat Hessen fortsetzen. Die 400 Millionen € der ehemals erhöhten Gewerbesteuerumlage, die fließen doch ab 2020 komplett den Kommunen bzw. Zwecken der Kommunen zu, von denen die Bürgerinnen und Bürger dort auch profitieren. Insgesamt bekommen 80% der Kommunen mehr oder zumindest nicht weniger Geld, meine Damen und Herren, das bei dem Auslaufen aus der entsprechenden Umlage nicht vorhanden wäre vor Ort. Und von dieser Umlage profitieren doch gerade die gewerbesteuerschwachen Kommunen im ländlichen Raum, meine Damen und Herren. Wir stärken die Kommunen, dass sie auch mit dem eigenen Geld vor Ort die Ausbaubeiträge abschaffen können. Das ist unser Credo. Und in der Praxis passiert es doch Land auf, Land ab. Ich habe doch Kommunen in meiner Nachbarschaft, Zwingenberg, Heppenheim, Bensheim, die vor Ort entschieden haben, dass sie mit den Mehreinnahmen künftig anders verfahren wollen und dass sie vor Ort in der Haushaltsplanung entschieden haben, wozu sie diese Mehreinnahmen verwenden wollen, nämlich unter anderem auch, um diese Satzung vor Ort abzuschaffen. Wer es will, kann es tun, meine Damen und Herren. Und wir haben die Kommunen dazu in die Lage gebracht, gesetzlich und auch finanziell diese Entscheidung vor Ort zu treffen. Und natürlich kann ich nachvollziehen, dass die Forderung nach Abschaffung und ein anderer soll es bezahlen, gänzlich populär ist. Natürlich, wenn ein unbeteiligter Dritter an dem Eigentum nicht beteiligt ist, plötzlich für die Sanierung der kommunalen Straßen aufkommen soll. Das ist doch super populär. Wer wäre denn da dagegen? Es ist aber eine Binsenweisheit, dass die zur Kompensation geforderten Mittel doch Steuergelder sind, egal auf welcher Ebene sie erhoben werden, ob kommunal, ob Landessteuern oder Bundessteuern. Und es ist deshalb aus meiner Sicht unredlich, den Bürgerinnen und Bürgern etwas anderes vorzuspielen oder zu vermitteln. Am Ende zahlt es der Steuerzahler, am Ende zahlt es der Bürger doch selbst, meine Damen und Herren. Sonst nichts anderes. Und deshalb lehnen wir den vorgelegten Gesetzentwurf ab, denn wir haben in Hessen jetzt schon eine Lösung, die es den Zuständigen vor Ort ermöglicht, vielfältige Wege bei der Finanzierung der Straßen zu gehen. Demnach können die Straßenausbaubeiträge jetzt schon abgeschafft werden. Über 100 Kommunen haben es vorgemacht. Weitere werden folgen. Wir sind auf einem guten Weg. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abg. Bauer. Für die Landesregierung hat der Staatsminister Beuth das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wenn ich Herrn Kollegen Schaus Glauben schenken darf, dann haben wir 10-mal das Thema Straßenausbaubeiträge bereits diskutiert. Das heißt, ich brauche beim 11. Mal nunmehr, da auch keine neuen Argumente mehr gekommen sind, die Position der Hessischen Landesregierung nicht noch einmal hier vorzutragen. Also das Vorhaben der AfD, die Landesregierung hier umzustimmen und nicht an dem festzuhalten, was wir im Mai 2018 beschlossen haben, wäre damit fehlgeschlagen. Die düsteren Aussichten für die Kommunen, die Herr Kollege Rudolph hier gezeichnet hat, die kann ich nun wahrlich nicht bestätigen. Herr Kollege Bauer war gerade eben schon so freundlich und hat auf ein paar Punkte hingewiesen. Es ist so, dass wir in Hessen das einzige Land sind, das einen Schutzschirm aufgelegt hat mit einer 1 Milliarde €. Wir sind das einzige Land, das eine Hessenkasse aufgelegt hat, was es den Kommunen ermöglicht hat, dass sie ihre Kassenkredite haben ablösen können. Und insofern kann ich Ihnen auch nicht bestätigen, nach meiner Kenntnis haben im vergangenen Jahr, Herr Kollege Rudolph, entgegen Ihrer Behauptung vorhin hier am Rednerpult, die hessischen Kommunen nicht in großem Umfang die Grundsteuern erhöhen müssen. Nach meiner Kenntnis ist es so, dass die Kommunen im vergangenen Jahr ihre Rücklagen um eine 1/2 Milliarde €, in der Größenordnung einer 1/2 Milliarde € haben ausweiten können. Also das, was Sie hier vorgetragen haben zum Zustand der hessischen Kommunen, kann ich nicht bestätigen. Im Übrigen will ich Ihnen zurufen, Herr Kollege Rudolph, dass die Stadt Mörfelden-Walldorf entgegen dem, was Sie gerade eben hier gesagt haben, nie Straßenausbaubeiträge kassiert hat. Vielen Dank. Vielen Dank. Für eine zweite Runde hat sich der Abgeordnete Rudolph zu Wort gemeldet. Bitte schön. Frau Präsidentin, Herr Innenminister! Die Finanzsituation der Stadt Mörfelden-Walldorf habe ich im Zusammenhang dargestellt. Wenn die Stadt diskutiert, wir erhöhen die Grundsteuer um 1180 Punkte, dann ist das bundesweit, glaube ich, ein Spitzenplatz. Das machen die ehrenamtlich Tätigen ja aus Freude, weil das bereitet den Mitbürgerinnen und Mitbürgern große Sympathiezuwendungen. Und, Herr Innenminister, wenn das Land Hessen, wenn die Städte und Gemeinden im Land Hessen nach dem Land Nordrhein-Westfalen die zweithöchsten Grundsteuer-Hebesätze haben, dann ist doch das ein Problem.
Der Finanzminister hat wiederholt hier sich hingestellt und gesagt, da ist noch Luft nach oben im bundesweiten Vergleich. Jetzt sind wir Platz 1. Und auch die Situation der nordrhein-westfälischen Kommunen ist eine, die ist eher schwierig. Und diejenigen, die keine Straßenbauarbeiter haben, die haben andere Finanzprobleme. Den Kommunen brechen an zwei Stellen die Einnahmen weg. Kinderbetreuung. Der Bund hat einmal festgelegt, 35% der Krippenplätze sollen die Kommunen zur Verfügung stellen. Das ist die Realität von vor ein paar Jahren. Mittlerweile ist die Situation eine viel problematischer für viele. Da müssen Angebote auch für die Dreijährigen von 7 bis 17, 18 Uhr zur Verfügung gestellt werden, unabhängig von der Frage und der Thematik, dass Fachkräfte fehlen. Die Kommunen können ihre Einnahmen und Ausgaben nicht mehr decken. Und dann sagt der Innenminister, über die Hessenkasse sind 5 Milliarden € abgelöst worden. Erst einmal nach Ihrer Darstellung dürften ja Kassenkredite gar nicht entstehen. Weil wie sind eigentlich die 5 Milliarden Kassenkredite entstanden? Weil Kommunalpolitiker mit dem Geld nicht umgehen, sondern weil Einnahmen und Ausgaben nicht im Einklang bringen, weil Ihre Fehlpolitik seit vielen, vielen Jahren die Kommunen dazu geführt hat, Kassenkredite aufzunehmen. Und jetzt haben Sie die einfach einmal verschoben. Die sind ja nicht weg, die sind ja einfach woanders hingeschoben. Es ist ja ein Schattenhaushalt. Es ist ja ein Schattenhaushalt. Und zur Finanzierung der Hessenkasse. Ja, da haben natürlich auch die Kommunen mit ihrem eigenen Geld das zu einem großen Teil selber bezahlt. Und Sie haben 59 Millionen € aus den Mitteln des Bundes für die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes umgewidmet. Geld, was eigentlich behinderten Menschen zur Verfügung steht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist doch keine seriöse Finanzpolitik. Das Geld anderer Leute ausgeben kann ich auch. Und zu starke Heimat. Wird morgen der Kollege Weise, hat sich wiederholt dazu geäußert, ja was sagen. Starke Heimat. Sie haben ja wieder versucht, übrigens, das ist übrigens die Frage, wie die Landesregierung mit ihren Kombattanten umgeht, mit den Spitzenverbänden. Sie wollten eine Vereinbarung mit Landkreistag, Städtetag, Städte- und Gemeindebund hinkriegen, dass alles toll ist. Sie sollten das unterzeichnen, und die Mitgliedskommunen sollten nicht klagen dürfen. Was haben Sie eigentlich für ein demokratisches Verständnis? Was haben Sie für ein demokratisches Verständnis? Weil auch bei starker Heimatumlage gibt es eine Entsolidarisierung innerhalb der kommunalen Familie. Das wollen Sie eigentlich. Und auch das ist wieder überwiegend kommunales Geld. Und deswegen, Herr Innenminister, Herr Bauer, gehen wir doch gemeinsam mal zur Veranstaltung, wenn es um Straßenbeiträge geht. Gehen Sie doch mal mit mir nach Eichenzell. Gehen Sie mal nach Hochheim. Gehen Sie mal nach Wetzlar. Gehen Sie mal in viele Städte und Gemeinden. Und ja, gehen Sie mal mit mir, Herr Kollege Bellino. Ich bin bereit, das Tag und Nacht mit Ihnen zu machen. Und dann können Sie erklären, bei der CDU habe ich ja noch einen Eindruck, dass die so ein bisschen hier und da noch was mitkriegen. Weil das, was der Kollege Hoffmann zu den Grünen gesagt hat, das ist ja hier, interessiert die Grünen an der Stelle gar nicht. Wenn Sie dann vor Ort mit Kommunalpolitikern der Grünen diskutieren, sieht die Welt auch schon wieder anders aus. Aber sich hier hinzustellen und zu sagen, in Hessen ist alles bestens, Kommunen können Straßenbeiträge abschaffen, wenn sie es wollen, entspricht nicht der Realität. Kommunen müssen Steuern, Gebühren, Abgaben erhöhen, weil ihnen nichts anderes übrig bleibt, weil sie sonst den Haushalt durch die Kommunalaufsicht oder durch den RP nicht genehmigt kriegen. Das ist die Realität in Hessen, und das müssen wir verändern. Vielen Dank. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Schaus von der Fraktion DIE LINKE zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, nein, es ist noch dieselbe. Matthias, es ist noch dieselbe Debatte, es ist die 11. Debatte immer noch. Ja, auch wenn mehrere da. Ja. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wollte mich eigentlich nicht mehr zu Wort melden, aber Herr Minister, Sie haben es einfach provoziert, ja, weil ich finde, das schwingt ja in der gesamten Diskussion oder in den gesamten Diskussionen, die wir hatten, schwingt das immer mit. Die Betrachtung sozusagen der Koalitionsfraktion auf die Finanzsituation der Kommunen. So, aber da ist keine Differenzierung drin. Also es mag ja sein, dass alle Kommunen in Hessen 500 Millionen Überschuss haben. Es mag ja sein, ich weiß es nicht. Aber selbst wenn ich das unterstelle und annehme, dass Sie recht haben an der Stelle, so gibt es aber reiche Kommunen und Städte und arme Kommunen und Städte. Und ich habe schon mehrmals darauf hingewiesen an dieser Stelle, dass die jetzige gesetzliche Regelung immer die ländlichen Kommunen mit vielen örtlichen Straßen, mit langen Wegen und mit wenig Geld in der Kasse betrifft. Das ist doch der Punkt. Mit wenig Geld in der Kasse. So. Und insofern kann ich nicht die Finanzsituation, die in Frankfurt, Wiesbaden oder Eschborn zum Beispiel besteht, die ja auch einfließen in ihre Überlegung des Überschusses, die im Übrigen nie Straßenbeiträge erhoben haben, in der Vergangenheit auch nicht, kann ich nicht berücksichtigen. Ebenso
kann ich nicht berücksichtigen in diesem Zusammenhang das immer wiederholte Argument, es gäbe ja über 3 Millionen Hessinnen und Hessen, die mittlerweile nicht mehr davon betroffen wären. So, in diesen 3 Millionen sind z.B. auch die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wetzlar, in der ich ja wohne, mit drin. Die haben die Straßenbeiträge abgeschafft. Es war die erste Auseinandersetzung. Dort sind die ersten Bürgerinitiativen entstanden in Münchholzhausen, in einem Stadtteil mit 2.000 Einwohnern, wo 500 Leute auf die Straße gegangen sind zu einer Demonstration gegen die Straßenausbaubeiträge und es dann erreicht haben, dass die Kommune die Straßenbeiträge abgeschafft hat. Aber zu welchem Preis? Das ist jetzt der entscheidende Punkt. Denn gleichzeitig hat die Stadt Wetzlar mit dem Argument, die Straßenbeiträge abzuschaffen, die Grundsteuer B um 170 Punkte erhöht. Um 170 Punkte. Das ist die Realität. Das ist das, wo Sie die Kommunen dazu zwingen, die nämlich nicht das Geld in der Kasse haben, letztendlich eine Umverteilung zulasten aller Bürgerinnen und Bürger über die Grundsteuer B. Und das ist und bleibt unsozial. Und deshalb müssen die Straßenbeiträge auch abgeschafft werden, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Mir liegen nun keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Dann können wir über die Beschlussempfehlung aus dem Innenausschuss mit der Drucksache 20/1379 abstimmen. Wer der Beschlussempfehlung zustimmt, bitte ich ums Handzeichen. Das sind die Fraktionen der Linken, der SPD, der Grünen, der CDU und der Freien Demokraten. Wer ist gegen die Beschlussempfehlung? Das ist die Fraktion der AfD. Damit ist der Gesetzentwurf der AfD in zweiter Lesung abgelehnt.